Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es um ein Thema gehen, das ich manchmal mit einigen meinen Coaching-Teilnehmern bespreche, nämlich das Thema Frauen manipulieren. Und wenn du neu in dieser Szene bist oder wenn du dich schon ein bisschen in dieser Szene auskennst, dieser ganzen Flirting- und Date-Szene, dann weißt du halt, dass es da gewisse Theorien gibt, gewisse Techniken gibt, die auch so ein bisschen darauf abzielen, Frauen zu manipulieren. Und da ist es immer wieder so, dass mich die Männer fragen, hey Tim, macht es Sinn, diese Techniken zu benutzen oder sollte man das lieber nicht tun? Wie ist das mit solchen Sachen? Und das finde ich ein super interessantes Thema und auch ein Thema, was man klären sollte, worüber man sich Gedanken machen sollte. Und deswegen an dieser Stelle. Ich will dir erst einmal erklären, was es denn bedeutet oder wie es aussehen könnte, wenn du eine Frau manipulierst. Und dann schauen wir uns an, wie eine Nicht-Manipulation aussieht. Und dann werde ich dir erklären, warum das eine besser ist als das andere. Also, Frauen manipulieren. Wir können uns das ungefähr so vorstellen, als würden wir, also nehmen wir mal an, du triffst eine Frau und du bist gerade arbeitslos. Und jetzt überlegst du dir, hey, es wäre sicherlich attraktiver für diese Frau, wenn sie denken würde, ich wäre Arzt, praktizierender Arzt. Und ich bin 25 und diese Frau ist, sagen wir, 27 und es wäre wahrscheinlich attraktiver für die Frau, wenn sie denken würde, ich wäre 30. Also sagst du ihr, hey, pass auf, ich bin Arzt und ich bin 30, um sie ins Bett zu bekommen zum Beispiel. Und manipulierst sie ja an dieser Stelle. Der Punkt bei Manipulation oder bei solchen Techniken ist, natürlich kann das helfen. Auf kurze Sicht gesehen auf jeden Fall. Das heißt, wenn du diese Sachen sagst, wenn du das zu der Frau sagst, kann es natürlich sein, dass sie in dem Moment sich mehr von dir angezogen fühlt. Und es kann auch sein, dass ihr dann im Bett zusammen landet und miteinander schlaft. Ja? Wo ihr vielleicht, wenn du die Wahrheit gesagt hättest, nicht miteinander geschlafen hättet. Also absolut. Manipulationen und Tricks und Techniken können auf jeden Fall funktionieren. Ja, sonst gäbe es die nicht so lange Zeit, sonst würden nicht immer wieder Leute die anwenden. Aber das Problem mit Manipulationen ist eben, dass es eine Kurzzeitlösung ist. Ja? Also dir fällt wahrscheinlich schon logisch auf, dass es langzeitmäßig schon mal nicht funktionieren kann. Also angenommen, du willst die Frau dann länger wiedersehen und dann irgendwann nach dem, was weiß ich, 5. oder 6. Treffen, findet sie ja auch dann mal raus, dass du kein praktizierender Arzt bist und auch gar nicht 28 oder 30 bist, sondern eigentlich nur 25. Und ich benutze dieses Beispiel, weil ich mal einen Freund hatte, der auch immer sein Alter verändert hat, wenn er die Frau kennengelernt hat, damit sie halt ihn nicht sofort wegen des Alters ausschließt. Und es ist halt schwierig, wenn du eine Beziehung mit einer Person gleich mit einer Lüge anfängst. Also wenn du auf der Suche bist, zum Beispiel nach einer langzeitlichen Partnerin, also einer Frau, mit der du auf lange Sicht gesehen zusammen sein willst, dann funktionieren Manipulationen ja sowieso schon mal nicht. Außer du baust dir ein riesiges Lügengerüst auf, wo du dann das Ganze aufrechterhältst, aber das ist wieder was anderes. Also wenn du auf lange Beziehungen, auf tiefe Beziehungen, auf gute Beziehungen mit den Menschen aus bist, dann funktioniert es nicht. Nehmen wir mal an, du willst einfach nur Sex. Dann könnte es natürlich sein, dass du mit diesen Kurzzeitigen Lösungen relativ weit kommst. Dann kommt aber wieder das Problem, dass du dich damit auch selbst betrügst und dir selbst eine schlechte Nachricht damit schickst. Also jedes Mal, wenn ich sozusagen eine Frau anlüge, weil ich das Gefühl habe, hey, ich, so wie ich jetzt bin, wäre nicht attraktiv genug für die Frau, zerstöre ich sozusagen auch meinen eigenen Selbstwert. Ja? Denn ich sage mir, hey, ich bin nicht wertvoll genug, diese Frau so zu bekommen, durch meine Persönlichkeit, durch das, was ich darstelle, durch das, was ich bin. Und deswegen muss ich da irgendwelche Taktiken oder Tricks anwenden, um das hinzubekommen. Und für kurze Zeit mag das vielleicht funktionieren, aber auf Dauer schadest du dir damit psychisch selbst und das kann auch dazu führen, dass irgendwelche anderen schwerwiegenderen psychischen Schäden entstehen, wenn du halt permanent vorgibst, irgendwer zu sein, der du nicht bist. Ja, das diffusiert so ein bisschen deine Persönlichkeit und irgendwann weißt du halt gar nicht mehr so richtig, wer du bist, hast keine richtigen Werte und dein Umgang im sozialen Bereich wird dann auch unter Umständen immer schwieriger. Das heißt, kurzzeitig kann das vielleicht funktionieren. Es klingt wie eine ganz nette Kurzzeitlösung, ungefähr so, wie wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich möchte abnehmen und dann isst du einfach nie wieder irgendwas. Und klar, für kurze Zeit kannst du es vielleicht machen, aber langfristig gesehen funktioniert es halt überhaupt nicht. Ich hatte mal einen Freund, der wollte Muskulatur aufbauen. Und wenn du Muskulatur aufbaust, dann brauchst du halt einen Kalorienüberschuss. Und um diesen Kalorienüberschuss herzustellen, hat er einfach, weil es günstig war, Schlagsahne gegessen. Und natürlich stellst du mit Schlagsahne einen Kalorienüberschuss her, aber es funktioniert halt nur auf kurze Sicht gesehen, denn auf lange Sicht gesehen ist es super ungesund für deinen Körper und du machst dir das ganze System damit kaputt. Das heißt, kurzzeitig gesehen funktionieren Manipulationen, aber auf lange Sicht gesehen machst du dir dein System, also deine eigene Persönlichkeit, dich als Person damit kaputt. Das heißt, du musst da schon langzeitlich denken oder solltest da langzeitig denken. Ja, ich kann dich natürlich nicht davon abhalten, das so zu machen, aber ich kann es dir absolut nicht empfehlen. Eine Sache oder ich sag mal so eine gesunde Art
Spielart von Manipulation, ich würde es gar nicht Manipulation nennen, kannst du allerdings anwenden, um effektiver zu daten, effektiver zu flirten. Es gibt da was, was du anwenden kannst. Und zwar ist es so, dass Dinge ja immer mehrere Sichtweisen haben oder man kann Dinge immer aus verschiedenen Sichtweisen betrachten. Nehmen wir mal an, ich coache momentan 20 Coaching-Teilnehmer und zwei davon coache ich, weil sie eine feste Beziehung suchen und 18 davon coache ich, weil sie mit ganz vielen Frauen Sex haben wollen. So, und jetzt treffe ich eine Frau und ich merke so, dass ich merke so, sie ist nicht so der Mensch, so mit ganz vielen Typen Sex haben oder Männer, die mit ganz vielen Frauen Sex haben, das ist nicht so ihr Ding, dann kann ich natürlich, und das werde ich wahrscheinlich auch machen, eher diese Beziehungsseite meines Jobs beleuchten. Das heißt, dann rede ich vielleicht beim ersten und bei den ersten Treffen erstmal mit ihr über dieses, hey, ich habe da Leute, die coache ich gerade in Bezug auf Beziehung, und rede nicht über die ganzen anderen Leute, die ich coache in Bezug auf das Sexuelle. Ja, das kommt dann vielleicht ein bisschen später. Der Unterschied ist aber, dass das ja auf Fakten beruht. Das heißt, ich coache tatsächlich Leute im Thema Beziehung. Und es ist ja keine Lüge, wie ich bin Arzt und 30, wenn ich 25 mit arbeitslos bin. Das heißt, das Ganze beruht auf Fakten. Das ist ja beides wahr. Ich coache Leute, die Beziehungen suchen, und ich coache Leute, die Sex suchen. Ja, aber ich weiß, mit der Frau werde ich eher connecten, wenn ich über diese Beziehungssache rede. Also konzentriere ich mich mehr darauf. Ja, und das ist sozusagen, es ist keine Manipulation, es ist einfach nur die Art und Weise, wie du dich selbst darstellst. Und daran ein bisschen zu feilen, ist absolut in Ordnung. Also die positiven Aspekte zu fokussieren und zu schauen bei Dates, dass du einen Konsens findest mit der Frau, also dass ihr Gemeinsamkeiten findet statt Unterschiede, das kannst du machen oder solltest du machen, und das ist sehr effektiv. Darüber hinaus würde ich halt absolut von Manipulationen absehen. Du schadest dir damit nur selbst, du schadest damit der anderen Person, und auf lange Sicht gesehen ist das sowas von ungesund. Und wenn es vielleicht auf kurze Sicht auch so wirkt, also wenn dein Erfolg mit Frauen nach oben geht, wirst du sehen, dass es auf lange Sicht gesehen immer schlechter wird, weil niemand kann dir mehr vertrauen. Frauen wollen nichts mit Männern zu tun haben, die sie nicht vertrauen können. Frauen werden sich Männern nicht öffnen, denen sie nicht vertrauen können. Und nicht öffnen bedeutet dann auch, dass sie nicht mit dir schlafen. Also am Ende des Tages schießt du dir damit selbst ins Bein. Wie gesagt, kurzzeitig mag es vielleicht sinnvoll wirken, ist es aber langzeitlich nicht. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, dann immer gerne in die Kommentare. Vorschläge für Videos auch gerne in die Kommentare. Ansonsten schön, dass du hier warst am Samstag. Oben in der Ecke geht es zum Video vom Donnerstag, in dem ich dir die drei größten No-Gos zeige für Frauen. Also wenn diese Sachen passieren, das sind absolute No-Gos für Frauen, und das zerstört absolut die Anziehung bei Frauen. Das zeige ich dir in dem Video da oben. Hier unten kannst du einen Quiz machen, wie attraktiv du auf Frauen wirkst, und da kannst du den Channel abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Schön, dass du hier warst am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.